Guten Morgen. Nee, Mittag haben wir schon. November. Trüb und kalt. Heute Morgen war hier alles dick mit Reif überzogen. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Hausarbeit erledigt, bevor ich mich entschließen konnte, jetzt loszufahren. Und heute Nachmittag soll es auch noch regnen. Und deswegen habe ich mir heute überlegt, einfach eine entspannte Runde um die Heimat, ums Dorf. Ein bisschen weiter, ich versuche mal ein bisschen auf der Höhe zu bleiben. Und wenn es dann wirklich anfängt, ungemütlich zu werden, dann kann ich jedes Mal den kurzen Weg nach Hause nehmen. Das heute ist auch so eine Art Testrunde, denn ich habe mal wieder ein bisschen gebastelt. Ich habe weiter versucht, den Windschutz an der Action Cam zu verbessern, sodass ich möglichst wenig Windgeräusche bekomme. Ja, ich habe also sozusagen noch mal eine zweite Schicht Teddyfell drumherum genäht. Und bin jetzt mal auf das Ergebnis gespannt von diesen Aufnahmen hier, wenn ich mir die nachher zu Hause mal anschaue und vor allen Dingen anhöre. Und zum Zweiten teste ich auch, was ich alles an Winterklamotten jetzt habe zum Radfahren. Also im Moment sieht das super aus, denn mir ist zu warm. Das ist schon mal gut. Dann kann es ja noch kälter werden und ich kann trotzdem fahren. So soll das sein. Einfach mal wieder eine meiner Lieblingsaussichten. Der Anfang ist schon mal super, denn ich habe gerade eine Schicht ausgezogen. Es war mächtig zu warm. Ich freue mich schon fast auf den Winter, wenn ich bei frostigen Temperaturen schön kuschelig eingepackt meine Touren unternehmen kann. Denn so langsam wird mein Kopf frei und ich freue mich jetzt wieder richtig auf schöne Touren. Natürlich mit Videokamera wieder. Ist halt leider Winter jetzt, wo die Zeit wieder dazu kommt, dass ich irgendwie den Kopf frei habe. Aber ich kann mich ja dann warm anziehen. Jetzt ist die Temperatur eindeutig besser. Super, ich habe also noch Schichten zum Zulegen. Weiter geht's, rund um Kempenich.
Das könnte glatt auch zu einer Lieblingsaussicht werden. Hier fahre ich irgendwie nicht so häufig lang. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dieser Blick. Ein Stück weiter geht es jetzt wieder leicht bergauf. Ordentlicher Wind. Das heißt, mein Puscheltest für die Kamera, der ist hier gerade richtig. Ich hoffe, ihr hört möglichst wenig Wind im Moment. Ja, mein Klima ist immer noch toll. Ich bin jetzt schon eine Zeit lang unterwegs und Hände und Füße sind auch noch warm. Ich habe heute keine Schuhe mit Klickpedalen an, sondern meine Wanderschuhe, schöne warme Wanderstiefel. Ja, und das funktioniert gut. Eine kleine Pause zwischendurch. Einen Apfel habe ich mir mitgenommen und genieße einfach die Ruhe. Ja, und das passable Wetter. Genug Pause. Wurde langsam ein bisschen frostig, ein bisschen fröstelig. Und dann war es Zeit weiterzufahren. Geht jetzt weiter über die alte Kohlstraße oder Kohlenstraße. Und ist leider ein bisschen holprig. Aber dann fahre ich einfach langsamer. Gerade beginnt es, wie angekündigt, zu tröpfeln, zu nieseln. Ich denke, dann werde ich einfach die nächste Gelegenheit nutzen, wenn ich eine Straße kreuze, die zurück nach Kempenich führt, diese dann zu nehmen. Also ziemlich genau in diese Richtung da. Gleich kommt auch schon eine Straße. Der Nieselregen ist zwar noch nicht sehr stark, aber das war jetzt gerade recht, um ein bisschen frische Luft zu schnappen und Tageslicht einzufangen. Ist ja doch viel dunkel im November.
Und es ist einfach schön, wenn man es dann schafft, rauszukommen. Ja, ich holper jetzt noch hier so ein bisschen über den Rest dieses Waldweges, bis ich gleich die Landstraße erreicht habe. Das müsste dann die sein, die ich sonst immer aus dem Ahrtal rauf nach Hause nehme. Aber ich komme da an, von wo ich rollen lassen kann. Ich kann jetzt eigentlich auch schon rollen lassen. Und dann bin ich in 10 Minuten zu Hause. Das war dann eigentlich ein super kurzes Türchen. Ein bisschen mehr als 10 Kilometer werden das nachher. 12, 13. Hab mir aber richtig viel Zeit gelassen. Ich war bestimmt 1-2 Stunden unterwegs. Hab viel getrödelt. Bin langsam gefahren. Pause gemacht. Jetzt geht's mir gut. Und ich fahre nach Hause. Direkt vor mir ist jetzt die Straße. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.